So, da sind wir auch schon direkt wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich durchsuche Truhen bei Craggy Cliffs oder Misty Meadows. Dazu würde ich sagen, gehen wir natürlich wieder in Gruppenkeile, da ist es einfach im entspanntesten. Weil jetzt, wenn die Aufgaben gerade rauskommen, werden alle da landen. Bedeutet, in Gruppenkeile hast du wenigstens nur deine Gruppe, die dabei ist. Und sucht euch einfach den Ort, der einen Tick weiter weg ist. Ist immer besser. Weil wenn ihr direkt am Startpunkt ist, dann werden da alle landen. Das ist erstmal der kleine Tipp vorweg. Dann natürlich danke jetzt für die 511 Abonnenten. Und ihr seht hier unten kam schon die nächste Zahl hinzu. Uns fehlen jetzt halt dann noch 9 Abonnenten. Dann kommt schon die fünftletzte Zahl. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Code genau funktioniert, guck einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich das alles erkläre mit dem Code. Und natürlich auch, wer ich bin. So, das sieht ganz gut aus. Wir müssen nämlich hier hin. Also einmal hier hin und da oben hin. Aber wie ihr seht, der Gegner ist da oben, also können wir nur hier hingehen. Einfach da landen, 7 Kisten öffnen und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Das ist jetzt die Kurzfassung. Wer noch dranbleiben will, kann natürlich noch sehen, wie ich die Aufgabe dann mache. Gleichzeitig werde ich natürlich auch schon in irgendeine Mülltonne springen, damit ich die Aufgabe nämlich gleich auch schon fertig habe. Aber das werde ich euch natürlich trotzdem noch zeigen. So. Weil die ersten Aufgaben, denke ich mal, die sind halt jetzt echt nur, damit man wirklich mal ins Spiel reinfindet und die ganzen neuen Sachen entdeckt. Weil die Aufgaben sind ja jetzt schon nicht so anspruchsvoll. So. Als erstes sind wir schon mal noch nicht gelandet. So, da haben wir auch schon Kiste Nummer 1 bzw. 2. Ich war nämlich eben schon mal hier. So. Na. Ja, inzwischen ist man EP-gierig. Wundert euch nicht, warum ich die Tränke nicht mitnehme, aber mir geht es halt jetzt echt nur um die Kisten. Ah, die Kiste war das. Hab ich gerade gedacht, hä? Aber die Kiste ist unten. So, zack. Ich hol trotzdem mal die Waffe mit. Falls hier doch Gegner auftauchen. Und wie gesagt, ihr habt ja gesehen, einfach hier landen und einfach die Kisten öffnen. So, eine Kiste ist anscheinend noch oben. Ich denke mal, die wird hier hinter sein. Zack, da haben wir schon 4. Ah, ich merke schon, die Einstellungen wirken. So, hier ist schon mal keine Kiste mehr. Oder? Ich weiß nicht, ob hier oben einer war. Gerade mal schnell hochbauen. Boah, ein Baumodus ist abartig schnell. Ja, ich weiß nicht, ob oben eine ist. Ja, ich höre mal nichts. Alter, diese Einstellung. Ne, hier ist aber auch nichts. Dann gehen wir direkt mal rüber. Da oben ist definitiv eine. So, das ist nämlich. Ja. Hier ist auch noch eine drin. Dann sind wir nämlich schon bei 5 Kisten. War er schon? Gerade mal hören, ob hier noch was ist. Ja, hier sind schon noch eine. Zack. Und da haben wir die Aufgabe nämlich schon fertig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten. Im nächsten Video. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken, ob hier noch irgendwas zum Verstecken ist. Das Problem ist,
Ich sehe hier halt auch keine Büsche. Weil ich habe noch gar nicht geguckt, wo man sich überall verstecken kann. Aber ich glaube, hier kann man sich ehrlich gesagt. Hallo, Leck des Todes. Nicht wirklich irgendwo verstecken. Falls jemand weiß, ob ich mich hier irgendwo verstecken könnte, schreibt es einfach mal bitte in die Kommentare. Weil ich sehe jetzt hier gerade nichts. Ich weiß halt von diesen Heuballen und den Mülltonnen. So, da würde ich aber sagen, war es halt mit dem Video schon mal. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, einfach da landen, Kisten öffnen und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Wenn ich dir damit helfen konnte, gern ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, das war's dann erstmal und haut.